Ja, ich habe das Level geschafft. Okay, Leute, ich habe es endlich geschafft. Das erste Mal in 2 Minuten und 7 Sekunden. Oh, Erleichterung. Wirklich. Boah, ich guck mir jetzt erstmal hier so ein bisschen. Das war eine schwere Geburt. Ich guck mir jetzt hier erstmal so ein bisschen das Replay an. Boah, das war auch ziemlich knapp. Ja, am Anfang war das ziemlich echt knapp. Da hab ich immer so Flug, dann wieder aus, ganz okay, hier. War das dann ganz normal da rüberfliegen. Oh, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie erleichtert ich jetzt bin, dass ich das geschafft habe. Oh, so ein Scheißlevel, wirklich. Na, okay, dann machen wir mal weiter direkt. Was war das? Wo fahr ich dann durch diese Teile da? Hä, wieso? Ach so, ja, ist klar, weil die jetzt da schon sind. Ja, ist klar. Ist aber auch ein interessantes Display da mit der Kameraeinstellung, dass sich das so dreht. Ja, auf jeden Fall, continue. War das richtig? Mountaintop. Habe ich das überhaupt beim letzten Mal geschafft? Ich versuche das selbst. Das wäre diese schöne. Ich glaube, da habe ich auch aufgegeben, oder? Weil ich das so crazy fand. Das kann man hier auch einfach fliegen. Bis hier bin ich, glaube ich, noch nie. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich hier gerade. Warum? Nein! Ah. Okay. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ich bin irgendwie jenseits der Fahrstrecke. Das finde ich aber irgendwie voll gut. Ich flieg da hinten und gleich einfach. Oh, ich mach's mir ganz einfach. Das ist ja schon fast wieder witzlos. Bin ich schon fast oben, würde ich glaube ich sagen. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Wenn da oben jetzt quasi das Ende ist, wenn ich bin wahrscheinlich rund um den Vulkan immer langsam hochgefahren, auch wieder mit diesen Straßenteilen, die dann auch kaputt sind. Soll dann auch vielleicht immer sich das Auto ein bisschen drehen und so. Und hier hinten sieht das ein bisschen aus, als wäre es gleich das Ende. Quasi im Vulkan drin. Da fliege ich jetzt mal. Soll ich sogar? Fragezeichen. Wo ist das Ziel? Bitte? Hallo? Kann mir jemand sagen, wo das Ziel ist? Das Ziel ist hier das. Nee, ich bezweifle, dass hier das. Ich zweifle immer noch, dass das hier das Ziel ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Vulkan drin. Final Counter, das passt hier. Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich da irgendwo? Ich glaube, ich hätte hier so hoch gemusst. Bin ich hier richtig? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, bin ich nicht. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Oh, super genial. Nochmal von vorne. Einfach nochmal von vorne. Warum nicht? Ey, wo geht's denn da jetzt wirklich lang? Das ist doch auch irgendeine Möglichkeit geben. Hier, dieser eine Weg da, okay. Nein! Da bin ich mal ein bisschen ein Wrack, mal wieder. Aber das hier ist ja echt. Okay, so sollte man lieber hier ganz normal nicht mit dem Tier.
Okay, so viel. Aber jetzt auch nicht, weil hier ist wieder zu warten. So, wir warten jetzt hier ein bisschen, aber ich verstehe das hier auch ganz eigentlich ganz normal, aber wie soll es weitergehen? Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt quasi schon da oben dann bin und dann halt dieses komische Speed-Ding gekriegt habe, wie soll es dann weitergehen? Das ist jetzt hier meine Frage. Ich quasi im Vulkan schon mal drin. Nein. Ja. Ja, gut, dann lasse ich das jetzt erstmal mit diesem Level. Geh ins Main Menu. Mach Stunt Mode. Das, den habe ich noch nie ausprobiert, diesen Stunt Mode. Arena 1 Neon's Gateway. Sieht ja sehr crazy aus. Den mache ich vielleicht mal später. Community Level, habe ich die schon gespielt? Ich spiele jetzt erstmal einfach mal die Community Level. Die sind so wie die Hardcore Level. Ja, stimmt, die Hardcore Level, die muss ich auch noch weiter. Ich glaube, die habe ich hier sogar schon gespielt, die Community Level. Soweit ich weiß, oder? Die sind also wieder ganz klassisch. Ich verkacke natürlich erstmal direkt. Hardcore Level, ja. Wo war ich da? War ich bei. Habe ich die hier schon gespielt? Ich spiele jetzt einfach mal ab hier. Gladiator. Okay. Was ist das denn hier? Ja, okay. Ich glaube, das hier habe ich schon mal gespielt. Ja, das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Da wurde ich jetzt mal richtig zerquetscht. Komm, lass mich vorbei. Das war natürlich auch sehr gut. Dann werde ich hier mal jumpen. Okay, es geht nach unten und oben. Okay, interessant. Interessant. Was ist das? Aha, da wurde ich vielleicht ein bisschen langsamer. Okay, hier ist das gleich nochmal. Okay, jetzt bin ich hier im Computer-Chip. Matrix, Gebiet, Programmcode, keine Ahnung. Was haben wir hier? Oh, gut. Was ist das für Energieball? Soll ich die berühren? Ich lasse es mal lieber. Ich fange, glaube ich, lieber hier lang. Oh, cool, man kann hier auch auf der Decke langfahren. Das ist cool. Cuba. Okay, Decke langfahren ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Oh. Okay, aber die Strecke hier kenne ich eigentlich auch schon ziemlich gut. Kenne ich eigentlich hin- und auswendig. Deswegen schaffe ich das hier auch so. Das erste Mal, als ich das hier gespielt habe, habe ich richtig verkackt. Okay, diese Stelle ist wirklich schwer. Ihr seht wahrscheinlich, warum die so schwer ist. Weil das ist hier, du musst hier halt Speed machen oder auch nicht. Denn du musst auf jeden Fall, Speed machen und dann muss man halt mit diesem S-Dings, dass man sich so noch ein bisschen nach vorne dreht, damit man halt lang und hoch. Ja, wie soll man das so erklären? Das ist halt so. Ja, komm, schieb mich doch einfach alle weg. Aber das war. Oh, ich kenne da natürlich auch an der Seite. Das habe ich noch nie ausprobiert, ob das geht. Ah, so geht's auch.
So sollte es nämlich auch eigentlich gehen. So wie ich jetzt gerade versucht habe. Genau so ungefähr. Ganz genau.